Das Jahr 75 geht aufs Ende zu, als wir endlich an die Trasse kommen. Es ist Urlaubszeit, Weihnachten steht bevor. Viele Trassenbauer fahren nach Hause, viele das erste Mal nach einem Vierteljahr anstrengender Arbeit. Und es kommen mehr als sonst, wenn sich Urlauber verabschieden, in diesen Tagen. Wir bleiben bei denen, die zurückbleiben. Zentrales Jugendobjekt Druschbad-Trasse. 1978 wird sich die Trasse quer durch dieses Land ziehen. Von Kremenschuk am Dnieper bis Bar an den Ausläufern der Karpaten. In diesem Tal, ehedem Weideland, wird der Bau einer der fünf Verdichterstationen des DDR-Bauabschnitts vorbereitet. 1978 werden die Erdgasrohre versenkt sein, die Landschaft wird sich verändert haben, verändert auch die, die hier für zwei, drei Jahre gelebt und... Alexandrowka, bei allen Trassenbauern kurz Alex genannt, ist noch am unvollkommensten. Wir leben dort mit den Kumpeln in engen Wohnwagen. Das Wohnlager entsteht inmitten einer Obstplantage. Kein Baum wird gefällt. Der Frühling wird es ihnen lohnen. Jetzt aber arbeiten sie unter freiem Himmel und wissen, zuerst kommt der Winter. Ich habe doch keine Zeit. Keine Zeit. Sag mal, als was arbeitest du denn wirklich hier? Ich? Als was ich hier arbeite? Hm? Auch das noch. Was sagst du? Ja, ich bin bei GRN. Ich bin verantwortlich für die Dienstleistungsbaracke. Als was verantwortlich? Na, sagen wir als Bauingenieur. Als Bauingenieur, ja. Bis der Termin geschafft wird. 23. 23? Mhm. Seit wann bist du hier? Seit vergangene Woche Mittwoch. Und? Enttäuscht oder gefällt's dir? Ach nee, enttäuscht bin ich nicht. Gefallen tut's mir schon. Ja? Na klar. Hast du schon öfters an so einer Baustelle gearbeitet? Ich habe zu Hause Projektierung gemacht. Eine große Eberaufzuchtanlage, ne? Mhm. Aber sonst... Naja, aber hast doch viel Bequemlichkeit zu Hause gelassen. Ach naja, das wusste ich ja vorher. Was? Dass es nur hier keine Bequemlichkeit gibt. Aber ist doch mal was anderes. Finde ich jedenfalls. Das habt ihr aber. Ich fühle mich ja nicht wohl hier. Ich habe, wenn ich viel Arbeit habe, dann das freut mich dann. Also, da bin ich richtig im Element drin. Viel Arbeit habt ihr? Ja, viel Arbeit haben wir. Ja. Du sagtest, du warst schon immer auf Montage. Ja. 1953 habe ich Kraftwerk Halbe mitgebaut. Das war meine erste Montagebaustelle. Dann bin ich in Eggesin gewesen. Habe dort unsere KVB-Kaserne mit aufgebaut. Anschließend nach Kraftwerke Dreitendorf, Jugendbaustelle. Von dort nach Berlin, Friedersdorf, Zementwerk. Anschließend nach Buna, 17 Jahre in Buna gearbeitet. Seit 63 habe ich eine Brigade und bin mit der Hälfte, die andere Hälfte, das macht mein Stellvertreter dort weiter, solange bis ich wieder zurückkomme. Wie lange bleibt ihr hier? Vor zwei Jahren haben wir uns verpflichtet. Wie es nun weitergeht, das wissen wir noch nicht. Ich bin mit anderen Vorstellungen hergekommen, als ich mit der Wirklichkeit ist. Ich hatte ganz andere Vorstellungen. Ein bisschen mit Lagerfeuer oder wie? Nein, jetzt davon abgesehen von da. Sondern wie wir hier arbeiten, ne? Unter welchen Umständen. So groß ausgebracht. Ich dachte, hier kannst du loslegen, hier kannst du machen. Ist da alles da, aber hier ist es ja schlimmer. Wie in Anfangszeiten, kannst du dabei sagen. Ja. Wartest du auf jedes Stück Material und alles. Eben, dadurch kommt die Produktion auch stark zu stehen. Schwierigkeiten. Wie lange bleibst du hier? Erstmal für zwei Jahre. Was heißt erstmal? Naja, der Vertrag ist erstmal unterschrieben für zwei Jahre. Und dann, bis es fertig ist. Hast du eine Familie zu Hause? Ja. Frau und einen Sohn. Wie alt ist du? Fünf.
Was sagt die dazu? Das haben wir vorher ausdiskutiert. Ist einverstanden. Es gab Probleme. Klar. Hat sich ja jeder gehabt. Aber Vierteljahr ist vertretbar, möchte ich sagen. Fährst du Weihnachten nach Hause? Wenn das bis dahin abgeschlossen ist. Heute Morgen ist ja die Sache so vom Baustellenleiter angeschnitten worden, dass er sich dafür einsetzen will, dass wir dann fahren, wenn unser Programm abgefahren ist. Das heißt, das kann auch im Januar erst werden. Ja. Ja, ja. Drei Autostunden von Alex entfernt, Teil Neue. Hier lernen wir eine Entladebrigade kennen. Aufbruch zur Arbeit am frühen Morgen, Sieg, Werner, Gotti und die anderen verlassen das Druzhba-Samok, das Schlösschen Druzhba. Es hat im April 75 die ersten Trassenfahrer beherbergt. Das eigentliche Wohnlager liegt am anderen Ende der Stadt. Teil Neue auf halber Strecke zwischen Kremenchuk und Bar ist Umschlagplatz für alles, was aus der DDR an die Trasse kommt. Material, Verpflegung, Ausrüstung. Ja, die haben rund um die Uhr gearbeitet, 24 Stunden hintereinander. Und jetzt haben wir die abgezogen und die Schicht, die jetzt großfrei hat, die haben jetzt auf ihr großfrei diese Woche verzichtet. Die fahren jetzt die andere Schicht. Wenn es hier gilt, dann wird eben gearbeitet Tag und Nacht. Wir haben Gottwald, Krane hier. Aber bei diesen Temperaturen, die jetzt herrschen, ist das also so, dass also die Technik hochempfindlich ist und dann eben die Krane nicht in diesem Maß zum Einsatz kommen können, weil die Hydraulikleitung vereist ist oder das und jenes vereist ist. Nun ja, dann müssen unsere Männer eben dann schön treu und brav mit der Hand die Container runterheben mit Winden und so weiter und so fort. Und weil ein Kollege, das ist ein junger Forstarbeiter, so Bärenkräfte hat, ist das unser Ersatz Gotti. Und deshalb hat er einen Spitznamen bekommen. Und Gotti ist eben der Mann, wenn es nicht mehr geht, wenn unsere hochmoderne Technik, die wir ja nur einmal besitzen, versagt, nur dann springt Gotti ein mit Handwinde, Brecheisen und großen Bello und dann wird eben die Arbeit fortgesetzt. Denn uns fragt keiner, wir sind bestrebt, standgeldlos zu entladen. Und wir haben auch manche Tiefen gehabt, wo man wirklich, auf Deutsch gesagt, den Kanal voll hat. Naja, dann gibt es eben die Probleme, wo man eben dann doch sagt, im Moment freilich wärst du lieber in der Heimat geblieben. Aber naja, trotzdem, das geht schnell wieder vorüber. Und nächsten Tag, wenn man geschlafen hat, sieht alles wieder anders aus. Und Humor und mit guter Laune geht es ran an die gesteckten Aufgaben und Ziele. Und wir wurden auch von der Heimat mit den besten Wintersachen versorgt, die es gibt. Du siehst meine winterfeste Mütze, die ich habe. die hält sogar 30 Grad minus ab und mehr. Unser Schönstes ist, wir haben einen Frisiersalon bekommen. Das ist also wirklich so ein Besitz Berlin noch nicht einmal. Und was das Größte ist, die Heimat hat uns nicht vergessen. Wir haben Shampoo und Parfüm und so weiter für 5 Jahre. Nur aber leider sind wir nur 3 Jahre hier. Nicht jedes Wohnlager liegt in unmittelbarer Nähe einer Stadt. Alex ist an die 12 Kilometer vom Ort entfernt. Und so hat man an Abwechslung nur die, die man sich selber macht. Am Feierabend, nach 10-stündiger Arbeit an Sonntagen wie diesen. Warst du hier?
Die habe ich gekauft auf dem Rinock in Schakassi. Da waren sie so klein, so lütt. Die waren einwandfrei. Und was hast du damit vor? Schlachten nicht. Überhaupt, auf keinen Fall. Wir sollen die ganze Zeit leben, wo ich hier bin. Warum bist du eigentlich hierher gegangen? Warum? Nicht aus Abenteuerlust oder große Gelder zu verdienen, womöglich mal Land und Leute kennenzulernen. Und da ist es hier doch wirklich am interessantesten. Und vor allen Dingen hier mit jungen Menschen zu arbeiten, macht das Spaß. Man fühlt sich überhaupt nicht alt. Man denkt immer, man ist noch 20, so ungefähr. Die Kumpels haben mir gesagt, du willst dahin, da an der Teil her, dann nimm dir mal einen Knüppel mit, dann musst du über Stangen scheißen, damit du die Wölfe vom Arsch halten kannst. Ja, so ungefähr. Da hast du schon überlegt, Menschenskinder, ob das wirklich so ist. Ja? Du bleibst über Weihnachten hier? Nein, ich fahre nach Hause. Zu meiner neuen Madame. Die kenne ich noch gar nicht. Ehrlich. Schreib mich mit dir, die kenne ich noch nicht. Eine Wochenpost, eine ganz schlichte, ja, und einfache Annonce. Ja. Und dann dachte ich, lass mal darauf antworten. Die meisten Frauen würden sagen, was soll ich mit denen, wenn der so weit weg ist, 4 Jahre will er da noch arbeiten. Ja. Soll immer ein bisschen tolerant sein im Leben, nicht so kleinbäuerlich. Aber wenn sie sagt, du musst nur hier bleiben, bloß damit ein Mann im Bett ist. Nein. Dann würde ich sagen, wenn sie das verlangt, und so wenig trennen uns, dann habe ich auch nicht das. Also, viel zu gerne hier. Wäre nicht drin. Das ist natürlich für junge Menschen, die gerade verheiratet sind oder so. Für die sind natürlich. Es wird auch nicht an Scheidungen fehlen, aufgrund der Trassenfahrerei. Wie erkennt ihr euch denn auf dem Flughafen in Schönefeld? Ich habe hier ein Bild geschickt hier von einer Tasse, wo ich so aus dem vom Geländer hier so vom Wohnwagen stehe. Braun gebrannt und mit Tonhemden nur. Und sie wird mich ganz bestimmt erkennen, hat sie geschrieben. Nein, ich brauche keine Stress zu tun. Also sie kommt dann auf dich zu? Hm? Nicht so Erkennungszeichen, rote Welke? Nein. Hannes, Elektriker in Alex, 41, geschieden, 26 Jahre Montage. Wie wird die erste Begegnung mit seiner neuen Madame ausgehen? Wir waren neugierig und schickten mit dem nächsten Flugzeug ein Foto von Hannes nach Hause. Ein zweiter Filmstab sollte die Begegnung in Schönefeld drehen. Enttäuschung. Die Kameras wurden eingepackt. Hannes hatte uns reingelegt. Erst später trafen unsere Kollegen Hannes und seine neue Madame im Flughafenrestaurant. Zu spät für unsere Aufnahmen. Wiederbegegnung nach dem Urlaub. Hannes hat 2 Kaninchen mehr und eine Katze. Und der Standort ist fast komplett. Die Wohnwagen sind verschwunden, die Kumpel in feste Unterkünfte umgezogen. Was aber war mit Hannes Urlaub? Ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, weil mir meine Dame abgeholt hat. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen. Und war ich den ganzen Tag in Berlin erstmal, wo ich nach Hause gekommen bin. Und dann habe ich die ganze Zeit in Wernsdorf verbracht. Wir haben uns ja in der Zeit kennengelernt, wo ich schon an der Trasse war. Wenn die Einstellung von meiner Freundin bestand, also ich mache das nicht mit, dann hätte sie wahrscheinlich von vornherein Nein gesagt. Und habt ihr schon Heiratspläne oder wie sieht's da aus? Klar, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Die Trasse. Erst wenige Tage vor Weihnachten sind wir dort. Erst wenige Kilometer ist sie ins Land gewachsen. Meter für Meter. 1978 wird sie 518 Kilometer messen. Allein im DDR-Bauabschnitt, für den die Jugend unserer Republik die Verantwortung übernommen hat. Die gesamte Erdgasleitung Druzhba aber wird vom Ural bis zur Westgrenze der Sowjetunion reichen. 2500 Kilometer. Ein RGW-Objekt von einzigartiger Dimension, gemeinsam realisiert von den sozialistischen Bruderländern zum gemeinsamen Nutzen. Daran denken die jungen Schweißer nicht jede Stunde, aber sie wissen es. Musik.
400.000 Tonnen Stahlrohre werden bis zum Jahr 78 für den DDR-Abschnitt benötigt. Hier auf der Schweißbasis Svetlovodsk werden die Rohre gründlich geprüft, gelagert und verschweißt. Gegenwärtig zu Zweiersektionen und später, wenn die automatische Schweißanlage arbeitet, zu Dreiersektionen. Jedes Rohr um die 11 Meter lang mit einem Gewicht von 8 Tonnen und einem Durchmesser von 1,42 Meter. Hier begegnen wir auch dem 12. oder 13. Hund, der auf den Namen Trassi hört. Er macht auf seine Weise jeden Tag seine 10 Stunden. Normale Weide bei Weide. Ah, die Kreifen. Ein Sonntag vor Weihnachten im Druzhba Samok mit Sieg, Werner, Gotti und den anderen Entladern. Sie wollen hier überwintern. Ist günstig für die Arbeit auf dem naheliegenden Bahnhof und sie haben ukrainische Freunde in der benachbarten Siedlung. Und sie möchten mit denen nicht tauschen, die zur gleichen Zeit im Wohnlager am anderen Ende der Stadt feiern. Warum nicht? Hatten die Angst gehabt, dass ihr deine Unschuld verliert? Wenn das eine größte Sorge ist. Weil wir nur alle einmal beisammen sind, ein großes Lob aussprechen an unseren jetzigen Brigadier, das ist der Siegfried. Der hat sich ganz prima um das Essen, um die ganzen Kollegen und die Kumpels, die da am Bahnhof gearbeitet haben, beim Bier entladen, um das Essen so gekümmert. Das muss man ihm wirklich lassen. Also Sigi, von mir aus, meinen persönlichen Dank. Wie viele Stunden Arbeit? Wir haben 24 Stunden durchgearbeitet und wir werden unseren Mann hier stehen und wir werden die Zeit auch durchhalten, wo wir uns verpflichtet haben dazu. Du hast eine Familie zu Hause? Ich habe eine Familie, Frau und Kind, bin glücklich verheiratet. Die erwarten mich, meinen Urlaub. Ich habe noch 2 Monate, aber okay. Die werde ich gut überstehen. Sigi! Du hast in die 24 Stunden, wo wir Bier entladen haben, was geleistet. Kriegst auch den nächsten Brief von mir. Also, lieber Adolf, der erste Brief, den du mir überreicht hast. Der erste Brief war von meiner Tochter, den du mir überreicht hast, und die anderen 2 von meiner Frau. Und ich werde sie nachher noch lesen. Ich habe mich sehr gefreut drüber. Ich für meinen Teil, ich kann immer den Sigi verstehen. Ich kann ihn verstehen, dass er dran hängt und dass er sich sehr drüber freut, richtig drüber freut, wenn er von zu Hause die Post bekommt. Er wird von zu Hause bestätigt. Wir warten auf dich. Wir brauchen dich. Wir verstehen zwar, dass du jetzt außerhalb arbeiten tust. Verstehen wir alles. Aber es ist kein Ersatz im Brief. Bei mir ist es schiefgelaufen. Ich hätte es gerne auch mir das selber persönlich gewünscht. Ich habe es 2-mal probiert, aber leider hat es bei mir nicht geklappt. Denn ist ein Grund, warum ich hier bin. Ich bin ausgerissen. Ich habe Vorstellungen über das Leben gehabt, über Zusammenleben mit einer Frau und anderen Menschen. Das ist alles irgendwie kaputt gegangen bis jetzt. Ich
bin sehr, sehr misstrauisch jetzt geworden. Ich habe sie manche freie Stunde müssen manchmal opfern. Für andere, sie haben praktisch auf den Sack gelegt und haben nichts gemacht. Ich bin gegangen zur Kampfgruppe, zur Versammlung und so weiter und so fort. Subotnik, also nach Feierabend arbeiten. Das haben auch die Freien nie verstanden und das sind meine Probleme gewesen. Ich habe das gewünscht mir mal, dass eine Frau das versteht, dass es notwendig ist, gewisse Dinge zu tun. Seine Frau versteht das wahrscheinlich, dass er hier ist. Denn sonst würde er nicht die Post bekommen, wie er sich so riesig darüber freut. Ich habe mir das auch mal gewünscht. Ich freue mich für Sie jetzt hier, dass er so bestätigt worden ist, aber... Mein ukrainischer Freund und ich, wir verstehen uns überhaupt nicht. Er spricht kein Wort Deutsch und ich erst anderthalb Worte Russisch. Er zeigt auf ein Bild und lacht und ich versuche zu verstehen, warum er lacht. Ich finde, wir verstehen uns. Das sagt uns Werner nach dieser Begegnung. In Tscherkassy, Ort der künftigen Leitzentrale des DDR-Abschnitts, erleben wir die erste Trassenhochzeit. Georg aus Wolgast, jetzt Elektriker an der Trasse, heiratet die Postangestellte Valja aus Tscherkassy. Дорогие дети, поздравляю вас с законным браком. Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, чтобы вы были счастливы. Ну что, мы gefeiert wird drei Tage. Und drei Tage arbeiten wir und feiern ein bisschen mit. Erst später fragen wir uns, wo werdet ihr leben? In Tscherkassy oder Wolgast? Woran wird sich der eine oder eben der andere gewöhnen müssen? Welche Sprache werden eure Kinder sprechen? Keine grundsätzlichen Fragen, nein, aber wir wünschen euch Glück, Valja und Georg. Thank you.
Я живу в городе Черкасах, переулок Грома, 50, Кравченко Иван Гаврилович. Ich wohne in der Stadt Cherkassy, Gromovgasse 50, Kravchenko Ivan Gavrilovich. Ich arbeite als Diesellokführer. 1943 wurde ich von den Deutschen nach Deutschland verschleppt. Ich arbeitete in der Nähe von Danzig, Danzigland, im Dorf Lublau. Der Bauer hieß Konrad Stück. Zusammen mit mir arbeitete auch Frieda Woch. Wenn sie mich erkennt, soll sie mir schreiben. Sie hat mir das Leben gerettet. 1945 zogen sich die Deutschen zurück und wollten mich erschießen. Und sie hat mir das Leben gerettet. Sie sagte, ich sei noch so jung und habe doch an nichts Schuld. Die Deutschen haben sie mit dem Auto mitgenommen und ich blieb zurück. Ее немцы увезли із собою на машині, а я остався. 23 марта 1945. Am 23. März 1945 trennten wir uns. Wenn sie am Leben ist, soll sie mir schreiben. Ich möchte ihr für alles danken. In Briefen und auch durch unsere Kinder. Der Bajan-Spieler schreibt uns seine Adresse auf, während die Hochzeit der Kinder derer, die die Schrecken einer nahen Vergangenheit erlebt haben, weitergeht. An dieser Stelle stand während des letzten Krieges ein faschistisches Vernichtungslager. Das bleibt unvergessen. Und auch das. Von 114.000 Einwohnern kamen 96.000 ums Leben. In jenem Lager, als Soldat an der Front, im faschistischen Granatenhagel. Nur zwei Häuser Kremenschuks blieben unzerstört. Ganz in der Nähe dieser Stadt beginnt der DDR-Abschnitt der Druschbartrasse. Am 1.11.1975 wurde hier das erste Rohr verschweißt. Einen Monat später nahm der zweite Schweißtrakt die Arbeit auf. Zielstellung bis zum 3. Januar, Wettbewerbsverpflichtung zu Ehren des 100. Geburtstages von Wilhelm Pieck, 4,7 Kilometer verschweißen. Heute, am 24. Dezember, fehlen noch 1037 Meter. Regen, Wind, knöcheltiefer Matsch behindern die Arbeit. Der Plan fordert Meter. Und der tägliche Rhythmus ist zentrieren, vorwärmen, verschweißen. 6 Nähte pro Tag, das ist harte Arbeit bei diesem Wetter. Oft hatten wir das Gefühl, diese Jungen kriechen die Meter, die das Rohr wächst durch den Schlamm. Die Bauwagen rücken vor. Wieder sind wenige Meter geschafft. Wenige notwendige Meter auf ein großes Ziel zu. Heute, Heiligabend, endet die Arbeit schon um 16 Uhr. Kantinenweihnacht. Sie beginnt wie jeder andere mit dem Weihnachtsmann. Hier für das Mädchen von der Post, einen wichtigen Kumpel an der Trasse. Wie wichtig aber, besonders um diese Zeit, versteht wohl nur ein Trassenbauer. Alkoholische Getränke wurden im Monat November 1975 bei einer durchschnittlichen Arbeitskräftezahl von rund 750 Arbeitskräften in unserer Verkaufsstelle oder Gaststätte verkauft. Also mit Bier, Spiritosen, Wein, Sekt und so weiter. A. 18.500 Liter. B. 22.300 Liter. Oder C. 25.300 Liter. Bitte entscheiden. C ist richtig, 25.300 Liter.
euch verschiedene Variationen, wie man einen Tisch besteigen kann. Sie machen ihr Fest selbst. Das ist Hartmut, 23 Jahre alt, Gaststättenleiter zu Hause, Leiter der Verkaufsstelle hier. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Für die Schweißer ein Tag wie jeder andere. Wir begleiten sie zur Arbeit. Die Zeit ist kurz. Am 3. Januar wird das erste Mal abgerechnet. Und es bleiben noch 960 Meter und 8 Tage schwere Arbeit. Halb sechs fahren wir los. Du stehst um 5 Uhr auf und bist, sagen wir, 8:30 mit allen drum und dran fertig. Ja. Und was schon, wenn du gleich eine Dusche kriegst, heißt das? Ja, 14,5 Stunden, 15 Stunden bist du auf den Socken. Wenn wir 10 Rohre machen, dann haben wir nicht viel Pause. Dann sitzen wir 57 Minuten, sobald wir im Bau waren. Ne? Wie das vorige Woche mal der Fall war. Dann kommst du abends halb 8 Uhr rein, da siehst du die vorne Tischtennis spielen. Als Letzterin? Als Letzterin. Du kriegst deine Fliege kaum noch hoch. Meter, 8 Tage Arbeit an 2 Trakten. Das zu schaffen ist nicht nur eine Verpflichtung. Es ist notwendige Selbstbestätigung. Gibt Vertrauen in die eigene Kraft. Also, der Plan muss geschafft werden. Eine Produktionsberatung an Trakt 1. Meine Meinung dazu ist, dass die Überstunden, die ja notgedrungenerweise anfallen, dass man die systematisch macht und nicht, dass sie zum Schluss mit einmal fallen. Dass wir zum Beispiel sagen, gut, wir arbeiten jeden zweiten Sonntag in der Woche, dass wir da systematisch in der Woche vielleicht 1-2 Überstunden mit ranhängen. Wir müssen uns bloß dann die Genehmigung der Gewerkschaft ein, dass wir dann statt 10 Stunden mal 11 oder 12 Stunden arbeiten können.
alle Fälle, wenn wir durch so eine Maßnahme pro Tag systematisch ein Rohr mehr machen, haben wir ja nach einem gewissen Zeitpunkt den Rückstand wieder aufgeholt. Hier wird gezwungen, nicht nur eine oder zwei Stunden zu machen, müssen wir wahrscheinlich drei oder vier Stunden in der Woche mal dranhängen. Na gut, das müssen wir dann sehen, wie sind die Bedingungen. Wir müssen noch ein bisschen an Arbeitsschutz und so weiter denken. Wir können nicht sagen, wir machen 50 Stunden jeden Tag. Das geht auch unsere Gesundheit. Zwei Stunden länger, das ist Arbeit bis in die Dunkelheit in dieser Jahreszeit. Schwierig vor Ort, nicht die Regel. Aber zwei Stunden sind wenigstens ein Rohr und ein Rohr ist 11 Meter auf das Ziel zu. Der Abend des 3. Januar, 20 Uhr. Die Schweißer von Trakt 1 sind die letzten in der Kantine. Geschafft wurden 7 Meter über den Plan. Die Wettbewerbsverpflichtung ist erfüllt. Mit 4.707 Metern Grundstein für 120 Kilometer bis zum Ende des Jahres 1976. Das Essen geht schnell, der Abend ist kurz. Aber es bleibt Zeit für ein Gespräch über Zuhause und darüber, was sie sonst noch bewegt. Wir hatten die Absicht, hier zu heiraten, bloß. Jetzt voller was dazwischen gekommen. Das gibt's Bein, ne? Das gibt's Bein. Warum? Ja, warum? Meine Dame, die ist ein bisschen krank, weil die hat mit dem Meniskus zu tun. Und ja, das ist leider noch nicht voller gut, weil. Und eine Braut mit einem Gipsbein, das sieht immer ein bisschen ulkig aus. Ich bin ja auch sehr viel Humor, aber das ist ein bisschen sarkastisch. Da mache ich nicht mit. Meine Dame ja auch nicht. Und du glaubst, dass das gut geht? Ihr heiratet jetzt, fährst wieder her. Und lässt deine Frau für 2-3 Jahre allein. Ja, guck mal, ich hab's ja jetzt auch so lange allein gelassen. Ja. Wir sind noch manche länger verheiratet. Und sind auch alleine. Und warum sollen wir es nicht schaffen? Sie hat so viel Einsicht, dass es sein muss. Jetzt hier die lange Trennung und so weiter und so fort. Das haben wir ja vorher gewusst. Ja. Und also, bis jetzt sind wir jedenfalls noch der Meinung, dass wir heiraten wollen. Ja. Ja, wenn alles gut läuft zu Hause und ein bisschen Vertrauen herrscht, dann hält die Sache auch hin, sage ich meine Einstellung. Und wenn die Frau halbwegs ein bisschen Verständnis dafür hat, da geht alles ein Gang. Gibt es keine Hudelei. So ist es bei mir. Man gewöhnt sich daran mit der Zeit. Und so lange wie ich arbeite, bin ich schon immer außerhalb gewesen. Immer auf dem Bau gearbeitet. Das ist schwer, erst mal die 3 Monate, nicht? Das ist doch ziemlich hart. Du bloß immer Briefchen kriegst. Bloß immer Briefchen. Und geht eben nicht anders. Was soll die Frau dazu sagen? Die schreibt immer, ich schwer so alleine. Ne? Glaubt ihr, dass die Trasse alles in allem ein Gewinn gewesen sein wird für euch, wenn ihr in 2-3 Jahren wieder zu Hause seid? Auf alle Fälle, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Und wenn es heute das Jahr ankommt, dann kannst du immer mal sagen, du warst dabei gewesen, du hast mit dazu beigetragen, dass das hier überhaupt ankommt, erstmal. Und so ein Ding wird doch nie vergessen, hier so eine Baustelle, sowas ist so. Ein riesiges Objekt, wie wir als Jugendobjekt noch vor allem, also das war noch nie da gewesen. Und das ist doch. Und wer weiß, ob du noch mal die Chance kriegst, überhaupt an so einem Bau überhaupt teilzunehmen. Ja. Für uns oder für mich persönlich ist das doch erstmal ein Gewinn, dabei zu sein. Und wenn man dann später mal, älter wird oder wenn ein Film oder so, das wird ja immer wieder mal gezeigt oder wieder mal vorgekramt im Fernsehen. Und dann kann man sagen, ich bin dabei gewesen. Und das ist doch. Schönes Gefühl, möchte ich sagen. Achtung, wir bitten Jugendfreunde vom Bauvorhaben Droschpatrasse zum Schalter 2 der Abfertigung. Neue Aufgaben bleiben für das Jahr 76. Neue Arbeiter fliegen an die Trasse, Jugendliche und Junggebliebene.
Wir erkundigen uns, warum sie fliegen und mit welchen Erwartungen. Ja, erst einmal dort mitzumachen, dabei zu sein, erst einmal ist die Hauptsache. Die Hauptsache. Und das Geld. Ich glaube, es wird ein hartes Boot werden. Ansonsten, nur das ist ein RGW-Objekt, mitmachen möchte man schon sowas. Lasse Familie zu Hause, einen vierteljährigen Sohn, also 3 Monate alt. Ist auch ein bisschen hart schon, wenn man so nimmt. Aber ist gut überlegt, wenn ich so mir denke. Naja, dass es keinen Zucker legen wird, das ist mir von vornherein klar gewesen. Dass das nicht so leicht wird, das war mir von vornherein klar. Sonst hätte ich mich bestimmt auch nicht gemeldet. Aber ich hoffe, dass ich mal in meinen Taschen stehe. Ohne Illusion gehst du da runter. Ne? Ich weiß, was auf mich zukommt. Was meinst du, was ich dort erwartet? Arbeit. Viel Arbeit bleibt. Der Grundstein für den letzten Standort des DDR-Abschnitts wird gelegt. Geisin, April 76. Manch ein Trassenbauer, der es miterlebt, erlebt es nicht zum ersten Mal. Die Herzlichkeit der ukrainischen Menschen, offene Arme von Freunden. Er wird das zweite Mal so wenig vergessen wie das erste. Sverdlovodsk. Sowjetische Spezialisten bauen eine Schweißautomatik. Beispiel für die Zusammenarbeit, die hier tägliche Praxis ist. Voraussetzungen werden geschaffen, um künftige Aufgaben zu erfüllen. Möchte ich dem Auftrage des Zentralrats der FDJ... Klinsk. Eine Wohnwagenstadt für die Schweißer ist entstanden. Verkürzte Anfahrtswege, mehr freie Zeit, Zeit auch für Begegnungen in diesem Land. Wir möchten diesem Kollektiv den Ehrenwimpel des Zentralrats der FDJ überreichen. Es ist eine Auszeichnung, die nur den Freunden zuteil wird, die besondere Leistungen im Rahmen der sozialistisch-ökonomischen Integration vollbringen. Ich möchte bitten, dass der FDJ-Sekretär der Komplexbrigade und der Leiter Bernd Richter diesen Wimpel in Empfang nimmt. Also euch beiden ein herzliches Dankeschön für das gesamte Kollektiv. Weißt Bescheid? Und an diesem Tag wurden Arbeiter ausgezeichnet. Es war für sie alle nicht außergewöhnlich, dies so zu erleben. Eine Begegnung, die uns sehr lieb war. Und so wollen wir uns auch von ihnen verabschieden.